Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online hier in Arteum. In der letzten Folge haben wir ja für die Justizbehörde einen Fall erledigt. Das ist gerade mal eben gut gegangen, dann haben wir eine Himmelsscherbe verfehlt oder was auch immer. Und dann hatte ich ja zum Schluss gesagt, wir machen jetzt in der Hauptqueste ein bisschen weiter. Wir kehren nach Arteum zurück und sollen dort mit dem Ritenmeister sprechen. Was ist hier los? Geht's euch noch gut? Wo ist er denn? Sprecht mit dem Ritenmeister. Da geht's hoch. Wie ihr wünscht, Ritenmeister. Ich reise umgehend nach Lilandril. Und ich lasse es das Auge der Königin wissen. Ich stehe noch tiefer in eurer Schuld, Freund von Valsiren. Was ihr beide getan habt, um mir zu helfen, geht über jedes gewöhnliche Maß hinaus. Habt Dank. Und offenbar ist es euch gelungen, woran ich scheiterte. Ihr habt der Bedrohung durch Ketora ein Ende gesetzt. Ich habe Ketoras Erinnerungen gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was euch widerfahren ist. Ketora hat mich in der Vergangenheit überlistet. Er pflanzte mir die Erinnerung an einen Sieg ein, den es nie gab. Und einen Zwang. Unter seinem Einfluss stahl ich das Herz des durchschaubaren Gesetzes aus dem Kristallturm. Offenbar habe ich es versteckt und danach alles darüber vergessen. Auf diese Erinnerung war er aus. Welche Bedeutung hat denn das Herz des durchschaubaren Gesetzes? Der Kristallturm stellt einen mystischen Schutz für Sommers End dar. Das durchschaubare Gesetz, ein Kristall an der Spitze des Turms, dient als seine Kraftquelle. Nach der Entfernung des Herzens von dem Kristall wird der Schutz, den der Turm bietet, langsam schwächer. Also ist das Herz Teil eines größeren Kristalls? Ja, ein kleiner Kristall, der in einen größeren eingelassen war. Wenn die dädrischen Fürsten das Herz erlangen, könnten sie die Kontrolle über den Kristallturm übernehmen. Valsiren und Oriandra werden Sommers End warnen, während ich weiter versuche, mich zu erinnern, wo ich das Herz versteckt habe. Kann ich etwas tun, um euch bei den fehlenden Erinnerungen zu helfen, dass ihr sie zurückerlangt? Ihr halft mir, mich an meine wahre Begegnung mit Ketora und seine Kluftkabale zu erinnern. Ich weiß wieder, wie sie mich vor 300 Jahren besiegten. Wie sie mich dazu brachten, nach ihrem Willen zu handeln, wie sie mich das vergessen ließen. Fürs Erste muss ich allein die Erinnerungen ergründen, die mir noch fehlen. Okay. Vielleicht können die Psychic-Weisen mir helfen, mich daran zu erinnern, wo ich das Herz des durchschaubaren Gesetzes versteckt habe. Wenigstens habt ihr Ketora aufgehalten, bevor die Seekrecke sich dieses Wissen aneignen konnte. In der Zwischenzeit müssen wir die Sapiarchen vor der Bedrohung für den Kristallturm warnen. Wer sind die Sapiarchen? Die Sapiarchen sind die herausragendsten Gelehrten von ganz Sommers End. Sie sind die Hüter des Kristallturms und die Verwalter des Kollegs der Sapiarchen. Zu ihren vielen Pflichten zählt auch, dass sie jeden Einzelnen mehr ausgebildet haben, der je auf Alinors Thron saß. Soll ich die Sapiarchen für euch warnen? Ich habe Valsiren nach Lilandril geschickt, wo sich das Kolleg der Sapiarchen befindet. Sie soll die Gegend erkunden und herausfinden, ob der Hof des Aufruhrs bereits gegen die Sapiarchen vorgeht. Ihr müsst für mich nach Alinor reisen, um die Erlaubnis der stellvertretenden Königin einzuholen, das Kolleg zu betreten. Okay, ich gehe sofort nach Alinor. Meine Taten haben den Kristallturm geschwächt und Sommers End in Gefahr gebracht. Ich hasse die Vorstellung, wozu mich diese üble Kreatur mit ihrer mächtigen Geistmagie noch alles gezwungen hat. Vergebt mir solche Gedanken. Ich werde in Alinor Bescheid geben, dass die stellvertretende Königin mit eurem Erscheinen rechnen kann. Weiß die stellvertretende Königin, wer ihr seid? Auch wenn wir einander nie offiziell vorgestellt wurden, ist die stellvertretende Königin sehr wohl mit dem Ruf des Psychic-Ordens und seines Ritenmeisters vertraut. Sie wird sich an die uralten Gebote halten und uns in dieser Sache die Unterstützung zukommen lassen, die wir brauchen. Also Ketora über all diese Jahre hinweg über euer Handeln bestimmt? Nein,
Ich bezweifle, dass Ketoras Magie bis nach Atheum reichen konnte, nachdem ich es aus der Welt entfernte. Ich glaube, deshalb habe ich die Insel überhaupt verborgen. Aus einer Art Überlebensinstinkt heraus. Wenn die Kluftperle nicht gewesen wäre, hätte Ketora seinen Einfluss auch nie wieder auf mich ausüben können. Wohin habt ihr Walsirin und Orianna entsandt? Ich habe Walsirin nach Lilandril geschickt, um das Gebiet um das Kolleg der Sapiarchen herum auszukundschaften. Sie wird sich dort mit euch treffen, sobald ihr die Erlaubnis der stellvertretenden Königin eingeholt habt. Was Oriandra anbelangt, ich habe sie Rasumdar, das Auge der Königin, warnen geschickt. Er muss hiervon erfahren. Und wer ist die stellvertretende Königin? Königin Ayrens Regentin, während sie fort ist. Die stellvertretende Königin Alvinave überwacht die Regierung von Sommers End vom königlichen Palast in Alinor aus. Ich habe sie noch nie getroffen, aber allen Berichten zufolge ist sie ein wenig festgefahren, was ihre Gewohnheiten angeht. Warum ist der Kristallturm so wichtig? Der Kristallturm ist eine Manifestation uralter und mächtiger Magie sowie ein Symbol der Altmeer. Seine Gegenwart beschützt Sommers End. Die Seekriegen haben mich benutzt, um diesen Schutz zu schwächen, wodurch ihre Invasion möglich wurde. Davon abgesehen gibt es Gerüchte. Was für Gerüchte? Die Art, bei der ich die Macht des Turms nur sehr ungern den Seekrecken oder den dätrischen Fürsten überlassen würde. Den Legenden nach existiert der Kristallturm in allen planaren Reichen zugleich. Er verbindet wortwörtlich alle Wirklichkeiten miteinander. Okay, ja, da haben wir ein bisschen Erfahrung bekommen. Auch mal wieder ein bisschen Gold. Das heißt, wir können jetzt hier wieder rausgehen. Glaube ich zumindest. Yep. Da ist nichts mehr. Nee, achso, da hinten. Und schwupps, Portal nach Atheum. So, wir sollen jetzt nach Alinor reisen, das ist ja kein Problem, da gibt es einen Wegpunkt, den haben wir auch. Und Alinor ist sowieso ganz gut, da können wir wieder Sachen verkaufen. So, Moment, Sommers End ist hier. Alinor war dort. Wegschrei nach Alinor. Ja, den Bossgegner, da muss ich auch mal gucken, ob ich da mal ein paar Leute finde, die mir da helfen. Den Platz zu machen. Ich meine, diese Justizsachen, die sind natürlich nicht schlecht, weil die geben einen ganz guten Loot ab. Aber die sind natürlich auch mega heftig. Was ich auch noch habe. Moment, hier ist ein Questefeil. Schlachtvogt. Ja, wir machen jetzt einmal hier die Queste weiter. Moment, das jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo muss ich hin? Ah, wo? Okay. Komme ich da hin? Komme ich da irgendwie hoch? Da oben, man sieht ruf. Schauen wir mal. Ist da keine Treppe mal hoch? Mann. Wahrscheinlich jetzt hier wieder auf falschen Weg. Also natürlich coole Gärten hier. Das muss man mal sagen. Ja, hier anders gehen müssen. Aber wir können ja ein... ich um meine Orientierungssinn. So. Ich hätte beim letzten Mal ja schon gesagt, dass ich eine neue Maus habe. Und da es immer noch die gleiche Aufnahmesession ist, habe ich also noch nichts drin gestellt.
So, jetzt müsste ich doch langsam mal hier oben sein. Jawohl, ja. Alter Schwede. Sieht das geil aus. Ja, das ist natürlich ein schöner Palast. Juhu! Hier haben wir noch zwei Questpfeile. Wie kann Rigurd einen Frieden aushandeln, wenn die blöden Hochelfen nicht mit ihm reden wollen? Die Nachrichten vom Auge der Königin. Sind sie am Ende wirklich wahr? Okay. Wir gehen jetzt erstmal zur Königin rein. Denn ich möchte gerne die Hauptquest ein bisschen weitermachen. Also es gibt noch so unendlich viele Questen. Ich muss jetzt mal überlegen, bei welcher Folge ich war. Ja, nee, aber ein paar. So. Königin! Königin! Ich habe Botschaft für euch. Wir haben uns an den Besucherstrom auf unserer gesegneten Insel gewöhnt, auch wenn eure wachsende Zahl unseren Adligen weiterhin Anlass zur Sorge bietet. Wir hingegen empfinden die Gesichter jener, die keine Alt mehr sind, als interessant. Welches Anliegen führt euch zum Palast? Der Riesenmeister des Psychic-Ordens schickt mich, um eure Erlaubnis einzuholen, das Kolleg der Sapiarchen betreten zu dürfen. Der Psychic-Orden? Wir haben schon ein ganzes Sternenalter kein Wort mehr von dieser ehrwürdigen Institution gehört. Und dann hören wir, dass wir mit Besuch rechnen müssen. Warum sollten wir einem Neuankömmling Zugang zur abgeschotteten Anlage der Sapiarchen gewähren? Sprecht die Wahrheit, wenn ihr unsere Unterstützung in dieser Sache wollt. Weil ich der Beste bin. Nein, der Kristallturm ist in Gefahr. Der Riesenmeister schickt mich, um die Sapiarchen zu warnen. Geht es hier um diese Angelegenheit, von der uns Rasumdar erzählt hat? Die Katze der Königin behauptete, Augen im Psychic-Orden zu haben, aber wir gingen davon aus, dass dies nur Aufschneiderei war. Na schön, wir geben in Lilandril Bescheid, dass ihr zum Kolleg weiterreisen dürft. Gibt es etwas, was ich über das Kolleg des Sapiarchen wissen sollte? Der Neuankömmling möchte, dass wir uns den Mund über die vielen Wunder der gesegneten Insel fusselig reden. Aber bitte Nein, sehr. Das Maul zerreißen. Singen wir Loblieder auf die Sapiarchen, enthüllen wir ein Rezept für eine altmärische Delikatesse und suchen wir die beste Darbietung im Haus der Träumereien aus, die ihr besuchen könnt. Ich gewinne den Eindruck, dass ich euch irgendwie beleidigt habe. Tatsächlich. Vielleicht seid ihr doch nicht so stumpfsinnig, wie wir zunächst annahmen. Meine Königin hat darum gebeten, dass wir euch willkommen heißen. Daher werde ich euch auch erzählen, dass die Sapiarchen unsere Lehrer sind. Ihre Anlage dient als Sitz ihres angesehenen Kollegs. Okay, ich werde sofort nach Lilandril reisen. Wir werden die Portalmeisterin alarmieren, damit sie euch hilft. Sobald ihr im Inneren seid, sucht Larnatil auf, die Sapiarchin der Arkanologie. Sie leitet das Kolleg und sollte die Warnung des Ritenmeisters hören. So, damit ist unser Tagwerk vollbracht. Dann werde ich auch gehen. So, hast du nur davon, wo ich doch so eine nette Gesellschaft bin. Jetzt da oben hin. Muss ich jetzt nochmal gucken. Sorry Leute, ich muss gucken. Ein Bücherregal. Gebet der Entschlossenen. Kann man noch was lernen? Die Zeit des Ebenherzpaktes. Das Lied von Pelinal, Band 7. Nee, brauche ich nicht. Ist da was drin? Nope. Mal kurz wieder in die Ego-Perspektive gehen, das gefällt mir besser. Kann man hier noch irgendwo hin? Nein, da ist zu. Gut. Hier in den Fass noch was drin. Rocken. Okay, wieder nach Alinor. Dann gucken wir uns einfach mal die zwei Questen noch an, die da sind.
Und ich denke mal, dann haben wir die Folge auch schon fertig. Ich würde noch kurz entscheiden, was ich für eine Queste annehme. Ich werde erstmal hier zu ihr hingehen. Schlachtenvogt Tanerline. Ich habe keine Zeit, mich um irgendwelche Anliegen zu kümmern, die ihr habt, Neuankömmling. Ich habe soeben erfahren, dass ganz Sommersend von etwas bedroht wird, was wir für lange verschwunden hielten. Rasundat hat euch von den Seekrecken erzählt? Oh, ich verstehe. Ihr seid der Neuankömmling, den die Katze der Königin andauernd erwähnte. Ja. Falls diese Bedrohung echt ist und ihr wirklich eine Seekrecke zur Strecke gebracht habt, könntet ihr tatsächlich hilfreich sein. Würdet ihr unserer Insel eure Hilfe angedeihen lassen? Was soll ich tun? Ich habe eine Gruppe Abenteurer und einen Trupp Seesoldaten entsandt, um der Bedrohung nachzugehen. Sie haben sich gemeldet und meinten, sie würden einer vielversprechenden Spur folgen. Doch dann habe ich nichts mehr gehört. Kaina, Grog und Miria schienen durchaus wacker. Aber ich mache mir Sorgen um ihre Sicherheit. Na, ich werde mal nachgucken. Sucht nach Kaina und seinen Kameraden in den Höhlen von Kanvasten. Dort wollten sie laut ihrem letzten Bericht hin. Ich habe ihnen sogar einen Trupp Seesoldaten zur Unterstützung mitgegeben. Es muss also etwas Wichtiges geschehen sein, dass sie gar keine Meldung mehr erstattet haben. Warum schickt ihr nicht keine Armee, um die Seekrecke zu erledigen? Ohne weitere Anhaltspunkte haben wir kein Ziel, das wir angreifen könnten. Abgesehen davon habe ich gerade gar keine Armee zur Verfügung. Der Großteil unserer Streitkräfte wird auf dem Kontinent im Krieg der drei Banner eingesetzt. Ich muss mich auf die Truppen vor Ort verlassen. Okay, so. Und dann haben wir ihn hier noch. Rigurd. Die aufrichtigsten Grüße, mein neu gefundener Freund. Ich bin Rigurd der Ungestüme, der Botschafter vor Ort für den zunehmend spektakuläreren Nordkulturaustausch. Ich fürchte, meine Mission auf dieser schönen Insel voller hochnäsiger Elfen ist auch schon wieder vorbei, bevor sie richtig begonnen hat. Von welcher Mission sprecht ihr? Der glorreiche Pakt hat Rigurd entsandt, um Verhandlungen mit Königin Eiren zu führen. Um meinen beachtlichen Liebreiz darauf zu verwenden, die Hochelfen zu Friedensgesprächen zu verführen und den Krieg der drei Banner zu beenden. Ich habe sogar Geschenke für die hübsche Königin dabei. Aber Rigurd ist gescheitert. Wieder einmal. Inwiefern seid ihr gescheitert? Diese großen, dünnen Elfen haben so viele Regeln. Wusstet ihr, dass Königin Eiren nicht einmal auf Sommersend ist? Und um eine Audienz mit ihrer stellvertretenden Königin zu bekommen, braucht man so eine Art ordentliche Vorstellung. Ohne die lässt mich Windilwen keinen Fuß in den Palast setzen. Na, ich würde euch helfen, eine Lösung zu finden. Ihr würdet Rigurd helfen? Oh, da tanzt mir das Herz wie die Jungen bei einem Ball zum Maras-Tag. Sprecht mit Hofdame Windilwen und findet heraus, wie wir eine von diesen ordentlichen, hochelfischen Vorstellungen kriegen. Vergesst nicht, ich habe Geschenke dabei. Die sollten schon ein paar Türen öffnen. Erzählt mir von den Geschenken, die ihr mitgebracht habt. Oh, was für Schätze ich da mitgebracht habe. Geschenke, für die jeder Nord töten würde. Und viele haben es schon getan. Ich habe Bestaunenswertes aus den Schatzkammern von Windhelm dabei. Eine deprimierende, ausgestopfte Ziege. Die Bellas Busen der Nachtgunst und Mammutessenz. Ja, erzählt mir mehr über die Bellas Busen. Er ist etwas, was jeder, der vor Lebenskraft strotzt, zu schätzen weiß, ob Mann oder Frau. Diese Büste von Dibella, der Göttin der Schönheit und der sinnlichen Lehren, hat bei vielen Nord einen Ehrenplatz im Schlafzimmer. Ihre Anwesenheit macht nächtliche Betätigungen erquicklicher. Eiren wird sie lieben. So. Was hat das denn mit der deprimierenden, ausgestopften Ziege auf sich? Ein toller Schatz. Das war König Joruns geliebtes Haustier Bradir, das für seine Tapferkeit bekannt war. Bradir hat sich einmal ganz allein einer Horde marodierender Orks entgegengestellt. Der Skaldenkönig ließ sie ausstopfen und wollte sie ausstellen, nur um dann festzustellen, dass sie für den Kaminsims zu deprimierend ist.
Und die Mammutessenz? Oh, die ist bei allen Maiden und Matronen beliebt, die sie sich leisten können. Die Alchemisten Windhelms haben diesen teuren Duft eigens für das Auftragen zu besonderen Anlässen entworfen. Wer würde an einem warmen Frühlingstag auch nicht nach nassem Mammut riechen wollen? Ich? Warum hat er eben jetzt Pakt euch nach Sommersend geschickt? Rigot ist der allerbeste Botschafter in ganz Himmelsrand. Manchmal glaube ich sogar, dass der Nordkulturaustausch nur ins Leben gerufen wurde, um meine Talente und Inkompetenzen zu nutzen. Zumindest hat der Tane dieses Wort genauso benutzt. Wie dem auch sei. Rigot ist gekommen, um den Krieg zu beenden. Ja, erzählt mir doch mal mehr über den Krieg, den ihr versucht zu verhindern. Den Krieg der drei Banner. Eine schreckliche Angelegenheit. Ich trank gerade am Hof des Galgenkönigs, als ich erwähnte, wie dumm es doch ist, um einen leeren Thron zu kämpfen. Am nächsten Morgen hat er mich in ein Boot gesetzt und hierher geschickt. Rigurd bekommt immer nur die wichtigsten Aufträge. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt die Königin Irene dazu bringen, den Friedensvertrag zu unterzeichnen? Wenn wir eine Audienz bei ihr oder ihrer stellvertretenden Königin kriegen können, werde ich es auf jeden Fall versuchen. Ein fortwährender Krieg ohne Ende in Sicht kann doch für keine Seite gut sein. Außerdem kann Rigurd sehr überzeugend sein, besonders dann, wenn ich Geschenke mitbringe. Ja, sehr schön. Erzählt mir mehr über die Hofdame Windelven. Was gibt es da zu erzählen? Windelven ist eine aufgeblasene Speichelleckerin der Königin. Die meint, ihre Achseln duften nach frischer Bettwäsche. Wenn die hochnäsigen Elfen so etwas wie Minister für Kultur haben, dann ist Windelven mit Sicherheit deren Königin. Redet mal mit ihr und überzeugt euch selbst. Warum könnt ihr jetzt nicht mit der stellvertretenden Königin reden? Rigot hat keine Ahnung. Windelven redet er immerfort von Gesetzen und Regeln und Gebräuchen. Sie meinte, ein einfacher Nord wie ich würde das nie verstehen. Aber mit eurer Hilfe beim Umschiffen aller kulturellen Klippen ist Rigot ruckzuck zum Tee bei der stellvertretenden Königin eingeladen. Okay. So, dann. Ja. Wir hatten auf jeden Fall noch ein paar Fertigkeitspunkte erhalten. Die will ich ganz gerne, bevor wir die Folge beenden, nämlich noch nehmen. So, halt. Falsch dort. Und zwar, ich würde gerne mal auch das tun hier, was er mir hier vorschlägt, und zwar den Frostmantel. Das wäre ja Winterkälte. Jetzt könnten wir mal den Frostmantel freischalten. Okay. Beschleunigtes Wachstum. Ich habe noch einen Fertigkeitspunkt. Naturverbunden. War das hier? Das wird wahrscheinlich bei den Tiergefährten sein. Naturverbunden. Wird euer Tiergefährte getötet? Ah, das ist die Geschichte. Sehr schön. Und damit haben wir auch keine Fertigkeitspunkte mehr. Beschleunigtes Wachstum. Also das ist das grüne Gleichgewicht. Okay. Ja. Können wir mal spaßeshalber gucken, was dabei passiert. Verbessertes Wachstum. Ah, okay. Ja, liebe Leute, das war doch wieder ein Teil in der Hauptqueste. Muss ja mal so einen schönen Überblick wahren, wie... Ah, Moment, das war... wie hieß sie denn, beziehungsweise er? Verdammt. Haben auch eine Queste mit. Ja, liebe Leute,
Vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt The Elder Scrolls Online Somerset. Ich sage Tschüss!